Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Road to Glove Unboxing. Ich bin ja jetzt gerade am Vorproduzieren, habe mir jetzt wieder 10 Kisten zugelegt und 10 Schlüsseln von der Klatschkiste. Und die werden wir heute auch wieder aufhebeln. Warum ich die eines vorproduziere ist, weil ich jetzt keinen Bock habe, dass ich den Chris Screen jetzt wieder abbaue und in 2-3 Tagen wieder aufbaue. Und nachdem ich in der letzten Folge gerade so, sag mal, etwas reingelackt habe, will ich gucken, ob hier jetzt noch etwas Lack vorhanden ist. Vielleicht kommt ja noch mal was. Wer weiß, wer weiß. So. Ich meine, wer jetzt schlau ist, kann sich wahrscheinlich jetzt denken, wo ich reingelackt habe, beziehungsweise was ich gezogen habe. In der letzten Folge. Beziehungsweise manche sollten sie dann eigentlich auch gesehen haben. Weil die kommt ja vor dieser Folge online. So. Hier sneakt sich schon auch wieder der nächste Pinkskin rein. Das hatte ich in der letzten Folge auch, beziehungsweise nicht, dass er reinsneakt, sondern dass er knapp vorbeiging. Und dann so, PAM! Kam er doch. Also ich bin noch immer verkühlt. Falls sich jemand fragt, hey, der hört sich noch immer irgendwie so komisch an. Beziehungsweise meine Stimme ist etwas tiefer, kommt mir halt so vor. Sonst ist ja gar nicht alles nice. War ja krank, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Und jetzt bin ich noch etwas verkühlt, aber ansonsten bin ich wieder fly am Bean. Die gute alte Negev. Negev Skin braucht jeder, ist unbedingt zu empfehlen. Ohne Negev geht nichts. Überhaupt seit dem letzten Update ist die wieder mal eine deliziöse Waffe. Wobei die OMP wird auch weiß gewesen, Stat-Track. Auf jeden Fall besser als... Ah, diesen ranzige P2000. Verstehe das nicht immer. Wenn ich 2 Folgen gleich hintereinander aufnehme, ohne zwischendurch eine Pause zu machen, habe ich so einen dezenten Sprachfehler. Das ist, mein Hirn ist einfach überlastet. So, ich bin mir jetzt auch nicht mal so sicher, wie viel die Folge das jetzt eigentlich schon ist. Ich habe noch... Oh, okay, da zieht wieder die nice Scheiße vorbei. Jetzt einmal pink, einmal red. Und ich krieg wieder den nice blue. Aber es ist ja noch alles offen. In der letzten Folge habe ich auch noch, auch erst in der letzten Kiste reingelackt. Ich meine, dass mir das jetzt auch hier wieder passieren wird, ist eher unwahrscheinlich. Aber ich sag niemals nie. Ich muss ja auch mal rein hier. Das Game Bescheid weiß, was einer will. Die Bison, die ist so ranzig, sogar in FN. Ich finde, das ist so ein hässlicher Skin. Will ich niemals spielen. Niemals. So, letzte Kiste. Apropos, was ich ja noch sagen wollte. Ich habe ja heute, beziehungsweise schon vor ein paar Tagen gelesen auf Twitter, aber heute habe ich mir das Video dazu angeguckt von der lieben Dona. Die hat mal die jetzt, also ich sag mal so, was die momentan schon bis jetzt rausgezogen hat aus dieser Kiste, das ist eine Frechheit, meiner Meinung nach. 4-mal Gloves und 3-mal eine M4 oder und 3-mal eine MP7 und auch in Stat-Track oder keine Ahnung, dann ich ziehe nur sowas hier. Was mache ich falsch? Was macht die anders als ich? Sie ist... Wow. Nee. Das ist... ich verstehe sowas nicht. Ich meine, ich hatte auch mal so Phasen, wo ich einfach 50 Kisten aufgehebelt habe und da waren 2 Knives drin. Und hatte ich auch schon alles hinter mir. So easy 2 Knives unboxen auf einen Tag, kein Problem. Aber... Nein. Irgendwas mache ich hier falsch. Aber egal. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Kommentar auch. Könnt kommentieren, was ihr wollt. über ein Abo auch, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und momentan bin ich, also ich bin noch immer hyped auf die 1K Abos. Empfehlt mich weiter, teilt meine Videos, macht Werbung für mich. Ich würde mich über den Support freuen. Dann sage ich auch nochmal noch Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.
Wobei, ich weiß es noch nicht, wann das Video online kommt. Es läuft ja noch ein Giveaway. Das werde ich in der Infobox verlinken. Erster Link, falls ihr Bock habt. Es gehen ja noch 3 M41S Mecha Industries aus in Field Tester. Also wie gesagt, erster Link in der Videobeschreibung. Gönnt euch. Geht auf meinen Nacken. Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.